Ich möchte eine Liebesgeschichte erzählen von Shiva und Shakti. Shiva und Shakti haben sich 10.000 Jahre lang nacheinander gesehnt, bevor sie sich gefunden haben. Und dann haben sie sich gefunden. Und 10.000 Jahre lang Liebe gemacht. Und die Welt, in der wir leben, ist die Welt von Shiva ohne Shakti. Nur Verstand, nur Bewusstsein, nur Form, nur Zuordnung, nur Wort, aber keine Energie. Alle Energie von Mutter Erde, alle Energie von Shakti, alle Energie unserer Drüsen, unserer Körper, Körperinnen verbrannt. Nicht entwickelt, weil wir als Babys zu wenig im sicheren Raum berührt wurden. Verbrannt durch Burnout, ausgedünnt durch Elektrosmog, was auch immer, so viel. Und Shakti findet es nicht so lustig zu warten. Und auf einer Ebene wartet sie nicht. Die Welt der Energie, die wir mehr und mehr brauchen, ist dann mehr und mehr die Welt des Schattens, das, was wir nicht sehen. Und wenn wir den Schatten sehen, dann sehen wir den Umriss und schmeißen Shivas Monsterauftritt drauf, nämlich, oh, ganz besonders böse. Hier ist der Verbrecher. Ich sag dir was, wie wir Verbrechen beenden werden, ist, indem der Verbrecher keine Angst mehr davor haben muss, dass man ihn findet. Wenn ich jemals etwas im Internet veröffentliche, wodurch mein YouTube-Kanal gelöscht wird von YouTube, dann bin ich im kollektiven Nervensystem mit nicht genug therapeutischem Equipment und nicht genug Wachheit an die falsche Stelle gegangen und habe zu viel getriggert. Und die Klientin kommt nie wieder. Geschieht mir recht. Ich sage nicht, das ist für alle so, aber es ist eine Maßnahme, die ich sehe. Und es ist mein Weg, das zu finden. Wenn die Bösen aufhören sollen zu wirken, dann dürfen sie keine Angst davor haben, dass ich sie sehe und benennen kann. Wie ich das mache, das ist mein Job. Das ist mein Job. Die schulden mir gar nichts. Und wenn sie Angst vor mir haben, wenn sie schneller bleiben als ich, wenn sie unbekannt bleiben, an wem liegt das? Ich bin schuld. Ich habe meinen Job nicht gemacht. Wenn ich darüber rede, wie man die Welt bewegen kann, dann kommt immer das Argument, ja, aber sag das mal denen oder sag das mal denen oder sag das mal der Masse. Es geht nicht um Shiva. Es geht nicht um Inhalt. Es geht nicht um Argumente. Es geht bei Kindesentführung nicht um Kindesentführung. Es geht bei 5G nicht um 5G. Das sind immer die Welten der Form. Die Welt der Energie ist das, was mehr und mehr und mehr einfach das ist, was die Sache bestimmt und aus dem Unsichtbaren heraus, bis keiner mehr durchsteigt, bis keiner mehr weiß, was wahr ist und was nicht wahr ist. Hier ist, was wahr ist. Wir folgen dem Strom der Energie. Wir sind vertrocknet, weil wir Shakti nicht mehr haben. Und ja, im Patriarchat, die weibliche Energie, Shakti, ist das Dunkle, das Böse. Und das Schöne ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir machen ja schon alles richtig. Zum Beispiel. Menschen wundern sich immer, warum alle lieber schlechte Nachrichten schauen als gute. Das ist überhaupt gar keine Frage für mich. Das ist für mich überhaupt nicht erstaunlich. Auf einer relativ oberflächlichen Ebene würde ich sagen, Menschen ziehen sich die schlechten Nachrichten rein statt die guten, weil es sie in der genormten Stimmungsdecke aus unterdrückter Angst und also Depression und Kollaps lässt und Machtlosigkeit,
die sich deshalb gut anfühlt, weil es immer schon so war, und die sich deshalb gut anfühlt, weil es überall drumherum auch so ist. Alle anderen sind in derselben Weise depressiv. Ein Fisch, der gemacht ist für den Schwarm, sagt, dann ist in dem Schwarm alles in Ordnung. Das sind wir als Herdentiere. Für dieses Design können wir nichts. Aber auf einer tieferen Ebene, Sonja, je mehr wir in den einen Pol gehen, wenn wir wirklich dort hineingehen, werden wir am anderen Ende des Universums im Gegensatz wieder wachgeküsst. Dorthin gebeamt. Bedeutet, wenn wir ganz tief in unser Schwarmfischbewusstsein gehen, dann sind wir strahlende, autonome Individuen. Und was ich damit meine ist, ich setze mich deshalb den schlechten Nachrichten aus, weil ich weiß, hier muss ich den Job machen. Hier kann ich lernen. Gebt mir das Gift. Ich kann es verdauen. Gebt mir das Gift. Ich kann es umwandeln. Und so haben wir es als Babys auch getan und dann sind wir zerbrochen. Und ich habe einfach den Eindruck, wenn wir es nochmal, wir machen es ja sowieso weiter. Ich habe immer die Beobachtung. Ich habe die Überzeugung. Mein und dein Nervensystem geht nicht mehr in die Scheiße und zieht sich nicht mehr von dem Grauen an, das es unter Menschen gibt, von all der Folter, die es unter Menschen gibt, als es eigentlich containen kann. Wir sind völlig intakt. Wir wissen, dass wir maßlos kraftvolle, energietransformierende, transmutierende Wesen sein können. Aber weil wir uns selber immer missverstehen, weil wir uns selber immer hassen, statt zu sehen, dass wir gar nicht anders können, als aus Selbstliebe und Wahrheit heraus zu handeln, weil wir uns selber immer missverstehen, lassen wir die Welle der Energie nie durch. Wir ziehen uns die schlechten Nachrichten rein, sitzen in genau der Energie, die nichts weiter möchte, als sich bewegen dürfen in mir, weil sie sich in der Welt nicht bewegen durfte, weil ich aus irgendwelchen Gründen an einem privilegierteren Platz sitze, mit meinem Couchsessel um 20.15 Uhr. Und dann sitzen wir da und kollabieren. Auf halber Strecke. Da wäre es wirklich gut gewesen, wir hätten uns besser die guten Nachrichten reingezogen, wenn wir es eh nicht hinbringen. Aber würden wir es hinbringen? Dann würden wir uns sehr präzise von diesem Weg des Inhalts, dieser Geschichte, des brennenden Einfamilienhauses oder was auch immer das ist, dahin führen lassen, an den Peak dessen, wo unser Nervensystem übernimmt. Und dort würden wir atmen und uns spüren. Und Shiva würde sehr tief die Augen schließen. Und wir würden Shakti einfach in uns vibrieren lassen, schütteln lassen, sich kribbeln, sich schütteln, vibrieren, sich heilen lassen. Wir haben das Design, es ist nicht einmal schwierig. Es ist nicht schwierig, aber der Schock, wie intakt wir sind und wie sehr on point, der ist so groß.